Wir alle kennen ja mittlerweile die Fälle, wo in den öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter des eigenen Senders interviewt werden, das aber nicht oder nicht ausreichend gekennzeichnet wird. Doch es heißt ja dann immer wieder nach, oh ja, das tut uns leid, das war nur ein dummer Zufall, es war nur irgendwie ein kleiner Fehler und so weiter. Doch jetzt hat jemand auf Twitter sich mal die Arbeit gemacht und das Ganze dokumentiert und sage und schreibe 90 dieser Fälle hier aufgeschlüsselt, allein im Januar diesen Jahres. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und warum ist eigentlich es so brisant, wenn in den öffentlich-rechtlichen Medien diese Transparenz nicht möglich ist? Es ist deshalb brisant, weil sich diese Fälle ja immer zugunsten ganz explizit Rot, also SPD und grüner Parteien äußern. Und das ist halt eben ein massiver Verstoß gegen den Medienstaatsvertrag, weil eben die öffentlich-rechtlichen Medien hier eigentlich zur Neutralität verpflichtet sind. Jetzt muss man sich das mal so vorstellen. Viele Leute in Deutschland, die holen sich ihre Informationen zum großen Teil aus dem Angebot öffentlich-rechtlicher Sendungen. Ich kenne das leider aus dem eigenen Familienkreis. Da ist man den ganzen Tag irgendwie mit seiner Arbeit und so beschäftigt und schaut eben dann abends die Tagesschau, die Tagesthemen, das Heute-Journal und so weiter. Gerade da für diese Leute wäre es also extrem wichtig, dass eben diese öffentlich-rechtlichen Medien eben auch entsprechend neutral berichten. Aber durch genau diese Manipulation, die da eben stattfindet, nämlich dass man dann beispielsweise bei solchen Demonstrationen gegen rechts und so Leute auf der Straße interviewt, die erstmal für den nicht ganz so aufmerksamen Zuschauer, der vielleicht parallel dazu irgendwie gerade die Wäsche macht oder irgendwas anderes, ja, dann einfach wie Bürger nicht nur wirken, sondern auch dargestellt werden, obwohl diese eben ganz konkret einen entweder parteipolitischen oder über den Sender programmatischen Standpunkt vertreten. Und das, meine Damen und Herren, ist natürlich dann keine neutrale Berichterstattung. Ganz offen, öffentlich wurde hier dieser Fall von Hadija Haruna Oelker, die ja als freie Mitarbeiterin hier im Hessischen Rundfunk tätig ist, hier dann interviewt wurde auf der Demo gegen rechts, ohne dass das für den Zuschauer ersichtlich war. Hinterher hat sie es jetzt dann noch so dargestellt, ne? Schaut mal hier, dass es nicht einfach nur eine vermeintlich anonyme Demonstrierende war. Aber genau hier setzt jetzt das rechte Frame an und ich wurde damit Mittel zum Zweck für ein Bashing der öffentlich-rechtlichen Sender. Das heißt, jetzt versucht man das Ganze schon wieder in so eine rechte Ecke zu stellen, als wäre die Kenntlichmachung dieser Hintergründe und somit der Wahrheit auf einmal jetzt rechts. Also die Wahrheit ist neuerdings rechts. Ja, nach Informationen von Ippen Media bedauert man im Hessischen Rundfunk allerdings sehr, dass es zu dem Fehler kommen konnte. Bei der redaktionellen Erstellung und Abnahme wusste man, dass Haruna Oelker HR-Mitarbeiterin ist, hat es aber eben versäumt, dies korrekt im Beitrag zu kennzeichnen. Ja, so, und jetzt kommt eben der Punkt, weil natürlich kann sowas einem Sender immer mal wieder passieren. Aber wenn das in 90 Fällen allein im Januar passiert, dann ist irgendwann vorbei mit, oh, das war aber ein blöder Fehler von uns, weil das sind 3 Fälle am Tag im Durchschnitt. So, und hierfür gibt es eben auch ganz konkret die Belege und Beweise. Nämlich hat jetzt der Nutzer Juweimar auf X, ja, die Keimzelle der Demokratie, man sollte nie Menschen entmenschlichen, ja, dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, hat jetzt hier mal alle Fälle, die unter anderem beim ÖRR-Blog oder Critical Cat zusammengefasst worden sind, dokumentiert und eine riesige Liste erstellt. Ja, da sieht man dann zum Beispiel immer das Datum, den Sender, das Format, das Thema, also worum es ging,
Ganz häufig zum Beispiel war das in den Bauerndemonstrationen der Fall, aber auch beim Thema Klimawandel. Dann wurden die jeweiligen Personen samt deren eben in den öffentlich-rechtlichen Medien verschwiegenen Hintergrund, der sehr häufig eben bei der Grünen Partei oder bei der SPD ist, hier alles ganz transparent dokumentiert. Und der Nutzer schreibt jetzt hier, ne, 52% der Vorfälle sind bei Anti-AfD-Demos, 20% Bauerndemos, 15% Klimawandel gesehen. Da merkt man eben auch die politische Schlagrichtung. 42% der Leute sind Grüne, 27% sind SPD. Beim Lügen nehmen sich alle nicht viel. Ausnahme HR, BR und DLF. Bei den Formaten lügt gerne Klimazeit, Tagesschau, Lokalzeit und dann RBB. So, und wie sieht sowas jetzt in der Praxis aus? Das können wir auch sehen, weil der Nutzer nämlich hier ein Textdokument veröffentlicht hat. Das werde ich jetzt auch hier unter diesem Video verlinken. Da könnt ihr das Ganze selber mal nachschlagen, ja? Und das ist so krass, weil ihr braucht jetzt einfach nur in irgendein von diesen Dingern hier mal reinspringen. Ja, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal hier das mit diesem Status hier. Sehr häufig werden die eben dann auf X auch geteilt, ne? So, und dann schauen wir rein, wie sowas funktioniert. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel im NDR wurden zwei Demonstrantinnen bei einer Demo gegen rechts interviewt, die beiden Funktionen bei den Grünen Göttingen haben. Ne? Ein Zufall? Verfasst wurde der Bericht von NDR-Journalist Jan Frangel, dessen Ehefrau Doreen Frangel kandidierte als parteilose Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl für die Grünen in Göttingen. Ja? So, das heißt, die recherchieren dann und sehen, ah, okay, der interviewt wurde, gehört jetzt zu den Grünen. Meistens ist es auch ganz sofort auf ersichtlich, dass die dann dort sind. Also das kann man ganz schnell, wenn man nachgoogelt, rausfinden. Aber in den jeweiligen Beiträgen beispielsweise wird das dann halt dann gar nicht transparent gemacht. Und jetzt gibt's, ich zeige euch einfach mal weitere Exemplare hier aus diesen, aus dieser sozusagen Akte, muss man fast schon sagen. Das ist schon ein bisschen so wie Watergate-Feeling hier mittlerweile, ne? Der Dezernent für Klimastrukturwandel aus der HR-Klimazeit ist Grünen-Politiker. Das heißt, hier seht ihr es in der Sendung, ne? Michael Kopatz, Dezernent für Klimastrukturwandel in Marburg. Das, so steht das einfach nur da. Es wirkt für den Zuschauer einfach so, okay, es ist halt irgendein Experte im Bereich der Klimafragen und so weiter. Und jetzt sieht man aber, ne, Bündnis 90 Die Grünen, hier, wenn man genau nachschaut, ist er eben Fraktionsvorsitzender der Grünen in Osnabrück. So, und das ist doch eine ganz wichtige Hintergrundinformation, die man als Zuschauer auch im Öffentlich-Rechtlichen sozusagen mit porträtiert haben sollte. Ich stelle mir die Frage, es hat doch auch generell niemand dagegen, wenn man jemand von den Grünen beispielsweise beim Öffentlich-Rechtlichen interviewt. Ja? Warum sollte man das verschweigen wollen? Will man hier einfach diesen politischen Einschlag einfach verheimlichen, weil man eben vor allem SPD, Grüne, Linkspolitiker und so weiter interviewt? Oder will man in irgendeiner Art und Weise es den Bürgern so klar machen, dass es nichts mit Politik zu tun hat oder so? Ich verstehe gar nicht, warum sie sich hier ständig und permanent immer wieder ein Bein stellen, weil ich meine, die wissen doch mittlerweile auch, dass es tausende von Nutzern gibt auf X, die genau diese ganzen Fälle dokumentieren und dass sie damit nicht durchkommen. Warum machen die denn dann trotzdem immer weiter so und delegitimieren sich selbst permanent immer mehr, bis niemand sie mehr ernst nimmt, ja? Man stellt sich, also ist nicht die Definition von Wahnsinn, dass man das Gleiche immer wieder macht, aber erwartet, dass etwas anderes bei rauskommt? Ich verstehe es einfach nicht, ja? Hier, weiteres Beispiel, ne? Da kommt dann ein Alfons Ballmann zu Gespräch hier im ZDF-Spezial und sagt, die Subventionen für Bauern sind viel zu hoch, ne? Hier steht auch Leibniz-Institut für Agrarentwicklung, was jedoch nicht da steht oder nicht recherchiert wurde, wo man das sonst immer so genau ist bei den ganzen Geheimtreffen und so, ist, dass eben Professor Dr. Alfons Ballmann gleichzeitig eben eine Beratung hier bei Cem Özdemir macht. So, ja, hätte man vielleicht ja wissen sollen, wo es gerade um die Agrarsubventionen geht. Oder hier beispielsweise, ne?
der Politikexperte, der beim RBB über den Geheimplan der AfD und so weiter spricht, ne? Wolfgang Schröder, steht hier einfach Politikwissenschaftler. Was nicht da steht, ist, dass Professor Dr. Wolfgang Schröder eben auch zur Grundwertekommission der SPD gehört. So, wäre ja vielleicht interessant, wenn jemand aus der Regierungspartei in den öffentlich-rechtlichen Medien eben über den Geheimplan der Opposition spricht und genau dieses Vehikel, nämlich dieses RBB 24, eben verschweigt, dass er von der Regierung ist. Ja, ich meine, das sind 90 Fälle allein im Januar. Und jetzt reicht's, muss ich euch einfach mal sagen an dieser Stelle. Es reicht wirklich. Haltet bloß die Klappe, wenn es um irgendwelche Berichterstattung in Polen oder in Ungarn geht, wo in irgendeiner Art und Weise es dann wieder heißt, die Regierung macht gegen die Opposition und so. Ihr seid keinen Deut besser, ja? Jeden Tag passieren diese Fälle und ihr macht einfach ganz schamlos weiter und zeigt damit sogar, dass ihr den Bürger, der das bemerkt und der kritisch ist, noch nicht mal mehr, dass ihr den für so dumm haltet, den Bürger, dass ihr einfach weiter damit machen könnt und es schon niemand irgendwie merken wird. Aber da habt ihr euch leider getäuscht, denn genau das ist das Coole am Internet. Es gibt solche richtigen Ehrenmänner oder Ehrenfrauen, ich weiß es nicht, jedenfalls Ehrennutzer, wie eben hier den Juweimar, der solche Fälle dann eben dokumentiert und fürs Internet und fürs sozusagen für die Ewigkeit dokumentiert und nicht mehr zu entfernen lässt. Und das finde ich einfach nur genial. Pech gehabt, liebe Öffentlich-Rechtlichen.